und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Schwert. Ja und ja, wir sind immer noch im Eisgebiet des Steinordens. Und genau. Oh, was zum Teufel ist das? Ist das das... Alter, als ob die Reichweite von dem Trainer so weit ist. Was zum Teufel ist das, Alter? Was ist das? Apokalyp? Okay, keine Ahnung, von welchem Pokémon das die Weiterentwicklung sein soll. What the hell? Level 3. Moment mal, können wir 43 fangen? Können wir bis 45 oder bis 40 fangen? Ich glaube, bis 45. Müsste eigentlich ein Eis-Pokémon wahrscheinlich sein. Maybe? Oh. Okay, es ist Wasser, I guess. Oh, damn. That's a One-Shot. Das ist ein One-Shot, wenn ich jemals einen One-Shot gesehen habe. Jesus Christ. Okay. Ja, aber es wurde wenigstens von Hagel getroffen. Moment mal, wieso ist Lickeriodon? Wieso hat Lickeriodon Damage bekommen? What the fuck? Okay, interesting. Gut, es hat Aqua im Namen, da hätte man schon selber drauf kommen können, dass das ein Wasser-Pokémon ist. Aber ich meine, ich habe es halt noch nicht gesehen. Hätte ja auch irgendwie eine Combo sein können. Alter, nicht mal Eisop. Nicht mal Roselia macht viel Schaden. Das heißt aber... Alter, was zum Teufel? Okay. Ich glaube, ich mache zur Sicherheit mal lieber Gigasauger. Nicht, dass ich hier noch abschnippel. Lol, das hat sogar mehr Schaden gemacht. Da ist Zauberblatt, was keinen Sinn ergibt, weil Zauberblatt ist die stärkere Attacke. Okay. Es kann Spukball einsetzen. Okay, es ist definitiv nicht nur ein Wasser-Pokémon. I knew it. I knew it. Entschuldigung. Keine Ahnung, was das gerade war. So. Ja, dann werf mal einen Netzball. Es muss ja irgendwie trotzdem ein Wasser-Pokémon sein. Stirb! Ja, ich meine, bleib drin. Yeah. Nice one. Boah, das hat so viel XP gegeben, aber gut, es war Level 43. Mist, jetzt habe ich es wieder übersprungen mit dem Typ. Ja, ich bin so ein Idiot. Gut, was ist da noch? Das Vieh weit. Alter! Was? Pelipper? Das brauchen wir aber nicht, weil es die Weiterentwicklung von Wingull ist. Das heißt, Quick Escape, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich auch Level 43 oder so, weil es eine Weiterentwicklung ist. Oh no, bitte nicht. Können wir jetzt wahrscheinlich nicht fliehen. Ja, ich denke nicht, dass es klappt. Doch, nice. Wingull haben wir, glaube ich. Das Vieh weiß ich nicht, da gibt es ja zwei davon. Ich glaube, wir haben das Rote. Ah, nee, ich glaube, wir haben es nicht. Wir haben es damals nicht fangen können. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt rot ist, aber es gibt auf jeden Fall noch ein Gegenstück dazu. Das war mal in dieser einen Höhle, wo wir gegen Betis und wo wir den Pyro, diesen Arena-Leiter, da getroffen haben. Alter, das ist Level 44. Jesus. Die Pokémon sind viel stärker als meine eigenen Pokémon. Die wilden. Rip me. Ich finde es auch geil, wie jedes Pokémon einfach von Hagelkörnern getroffen wird. Das macht die Sache leichter. Lehmbrühe gegen Gyarados, Alter. RIP. Kein E-Sportler. Aber hey, wenn jeder E-Sportler wäre, ist er langweilig. Right? Jetzt habe ich ihn genau da, wo ich ihn haben will. Denn der Gesichtsausdruck von dem Vieh war schon etwas bemitleidenswert. Da kriegt man ja fast ein schlechtes Gewissen, wenn man es jetzt töte. Ich meinte, fängt. Tschu. Noch ein Netzball. Wir müssen mal den Wasserdecks auffüllen. Was zum... what did just happen? Ich lasse mich nicht lügen, aber das Vieh ist doch ein Wasser-Pokémon, oder? Ich glaube, wir werfen lieber ein Hyperball nicht, sonst ist es noch abnippelt. Nein, Hagelkörnern. Oh nein. Nein. Oh oh. Ich glaube, einmal überlebt es noch.
Also jetzt überlebt es noch, aber ich glaube, danach hat es keine Chance mehr. Oh mein Gott. What are you guys doing to me? No. Ja, das ist jetzt echt ein bisschen unlucky. Was ist das hier? Was zum Teufel? Ein Gasteller. Jesus Christ. Can't remember that one. Das sieht auch aus wie ein Spuk-Pokémon. Also, geht eher so in die Richtung, würde ich sagen. Oder vielleicht, na gut, Psych. Na, ja, Gift, okay. Gyarados. Ja, dann setze ich jetzt mal nur Biss ein, sicherheitshalber. Nicht, dass es so ein. Alter, are you kidding me? Nicht, dass es uns nochmal passiert. Aber, naja, wird's wahrscheinlich. Jupp, wir haben einen Versuch. Oh boy. Das wird wieder nichts. Nächstes Mal einfach so einen Flop-Pair schmeißen. Als ob, Mann. Na gut, das Problem ist. Das Problem ist halt, dass ich nicht bedenke, dass die Pokémon jetzt halt nicht mehr Level 20 sind. Das ist halt das Problem. Die Pokémon sind jetzt halt einfach ein bisschen höher, das heißt, die brauchen schon mehr als einen Versuch. Das ist nicht mehr alles First Try, muss man halt wirklich sagen. Damn, das erinnert mich an dieses Korallen-Pokémon. Ich komme da ja gerade auf den Namen nicht drauf. Please don't one-shot. Oh, das ist nie mehr one-shot. Boah, ich mach so wenig Damage. Das ist crazy. Das Vieh auch von HGK angetroffen. hier gibt's wohl keine Eis-Pokémon mehr. Ich hoffe, das macht nicht so viel Schaden. Jo, wahrscheinlich. Ja, ein Feut. Ja. Ist okay. Ich wollte das Pokémon gar nicht haben. Ich wollte es gar nicht haben. Ne, passt schon. Ich wollte es nicht. Ich? Pokémon fangen? Ne. Ne. Oh, Moment. Überflutung? Überschüttet das Ziel mit Unmengen Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. Lol. Damn. Das ist echt schon die so die nice Attacke eigentlich. Für Combos. Na gut, ich meine, wir brauchen ja nicht drei Wasserattacken. Und Aquavelle hat halt diesen Bonus-Effekt, aber Verwirren ist eigentlich eh Trash. Ja. Mach mal. Vielleicht brauchen wir es mal. Ich doubte es zwar, aber vielleicht. Das könnte mal hilfreich sein, theoretisch. Ah ja. Servus. Hip-Hopper? Ich habe mit meinem Pokémon so richtig abgetanzt, so jetzt bin ich super drauf bereit. Diese Dialoge, ich frage mich mal, wer die geschrieben hat. Tänzerin Virginia. Oh. Alter, das Pokémon sieht nice aus. Das kenne ich gar nicht. Flampion. Das habe ich noch nie gesehen. Ist auch lustig, dass die Pokémon von den Trainern niedriger sind als die von also die wilden Pokémon. Das ergibt ja legit keinen Sinn, to be honest. Also wirklich nicht. Das muss einem erstmal einer erklären. Warum geht's nicht weiter? Oh. Tänzerin Virginia wird von Hagelkörnern getroffen. Ah, Mist, jetzt hab ich nicht aufgepasst, du Idiot. Warum hat die denn einen Bluebella? Na gut, das ist wohl das tanzende Pokémon. Also ist es wirklich. Wait, warum ist das sehr effektiv? Okay.
Machen wir jetzt einfach Blütenwirbel. Wir sterben sowieso beide. Ja, passt. Oder auch nicht. Das war schon wieder ein Volltreffer. Immer wenn man es am wenigsten erwartet. Ja, brauchen wir wieder ein neues Pokémon. Boah, ihr gebt echt ein klasse... Oh, Alter. Ihr gebt eine echt klasse Kombi ab. Eure Attacken sind abgestimmt wie Tanzschritte. Yeah, zieh lieber mal ein paar Klamotten an, Woman. Sonst, Oh! Wirst du dir noch den Tod holen. Jetzt können wir es nochmal probieren. Alle Pokémon, die wir nicht gefangen haben, sind nochmal aufgetaucht. Lasst echt mal einfach ein Ding werfen. Ein Flottball. Das muss ja irgendwas bringen, sonst wäre es ja kompletter Trash. Ey, let's go. Dankeschön, wer immer uns den verkauft hat. Keine Ahnung mehr, ich glaube, der haben wir sogar gefunden. Bin ich mir sicher. Alright. Das Vieh haben wir auch nicht gefangen. Los, Roselia. One shot. Kappa. Ja, wobei, machen wir einfach genau das gleiche nochmal. No accidents. Alles kalkuliert. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Nein! Hacker. Hacking. Na gut, jetzt muss ich Gigasauge einsetzen. Wird wahrscheinlich One-Shot sein. Nee. Okay. Oh nein, jetzt bringt sie es. Ey. Ne, Moment. Wait, was zum Teufel? Ist nicht Fluch die Attacke, wo du die Hälfte deines Lebens verlierst und dann den Gegner verfluchst? Was zum Teufel? Gibt es zwei Attacken mit dem gleichen Namen? Das ist ja Trash. Jo, wahrscheinlich, oder? Der Hagel ist mein größter Gegner. At this point. Komm schon. Junge, was ist Hyperball eigentlich für ein Haufen Trash? Die Kontrahenten teilten sich ihre KP, jo, wahrscheinlich. Du frisst jetzt diesen Hyperball, Junge, sonst. Wirklich, sonst kannst du was erleben, Freundchen. Sonst gehst du am Freitag nicht zu Tommy auf die Party. Naja, das hab ich mir gedacht. Das funktioniert natürlich wieder. Wenn sie aufmüpfig werden. Das funktioniert immer. Sehr gut. Das ist jetzt einfach nur Wasser, oder was? Ja. Nice. Goofa. Was für ein Name für ein Pokémon? Goofa. Ja, immer noch besser als Goofy, I guess. Alter, was zum Teufel. Oh. What's happening? Wir lassen niemanden nach Spikeford, klar. Das heißt, für Nasen wie dich und auch für alle anderen ist ohne neuen Tabu mit Antworten. Du kannst nach Hause fahren, du kannst nach Hause fahren. Wir von Team Yale feiern Kamalm total. Sieh es dir nur an, das ist nicht einfach großartig. Darum lassen wir es auch nicht zu, dass irgendwer es stört, nur um auf ihm übers Wasser geschippert zu werden. Das ist mir schon klar, deshalb versuche ich euch ja die ganze Zeit schon zu erklären, dass ich das Rotom-Rad um eine Funktion ergänzen kann, die es über das Wasser fahren lässt. Oh, du kommst wie gerufen, Arena Challenger. Guter Zeitpunkt für ein Wiedersehen. Ich habe noch was gut bei dir. Du weißt schon, weil ich dir das Rotom-Rad geschenkt habe. Sei doch bitte so gut und verpasst diesen Rüpel in eine Lektion. Du wirst kaum mal kein Haargrimm. Klar, wir beschützen es vor Heinis wie dir. Die Sache mit der Arena Challenge solltest du also besser aufgeben. Ist für dich nämlich Endstation oder wirst du das lieber mit einem Pokémon-Kampf regeln? Dann mach dich mal auf eine Ich hab gerade Abtreibung gelesen. Oh man.
Ich hoffe nicht, dass die ihre abtreiben. Sie sehen mir nicht gerade wie die Spezialisten dafür aus. Ja, köstlich. Geradax, ja moin. Galar-Geradax wohl eher. Alter, was zum Teufel? Wieso hat das so viel Schaden gemacht? Oh. Oh, nevermind. Naja, dann gleich nochmal, würde ich sagen. Doppelt hält besser. Habe ich gehört. Yeah. Pandagro. Ah, das ist das Pokémon, über das wir letztens im Stream geredet haben. Der Panda-Bär. Beziehungsweise die Weiterentwicklung davon. Muss mich wirklich nochmal heilen. Damn. So viel Damage. So much Damage. Uff, der macht aber auch ganz viel Damage. Da muss mich nochmal heilen. RIP. Easy. Das Vieh soll ja ordentlich XP geben. Yeah. Ich wäre echt einfach nur nach Spikeford zurück. Lol. Uff, wenn wir nichts unternehmen, wird der da auf Kamalm reiten. Hey, ich habe die Idee, wir reiten einfach selber auf Kamalm, machen uns mal Maka. Dann mal los, Kamalm, auf nimmer wieder sind Arena Challenger. Na, man sieht nicht, wie sie draufsteigen. Bruder, hast mir doch gleich schon wieder auf der Patsche geholfen. Wie läuft's so? Genießt du das Leben als Radfahrer? Wäre doch toll, wenn man mit dem Rotombrad auch übers Wasser fahren könnte, oder? Tja, du hast Glück, denn damit du genau das tun kannst, werde ich etwas für dich modifizieren. Du erhältst einen Rotombrad. Du weißt, dass es nicht mehr was ist. Ein Fahrrad, in dem sich ein Rotom befindet. Es wurde nicht nur um den Rotom-Turbo erweitert, sondern kann sich jetzt auch auf dem Wasser fortbewegen. So, das wäre erledigt. Im Aquamodus kannst du mit dem Rotombrad ganz geschmeidig übers Wasser radeln. Wenn du übrigens an Land fährst, befindet sich dein Rotomrad im Landmodus. Das heißt, ich kann jetzt auch Pokémon im Wasser fangen. Tatsächlich. Das ist ein Walmar. Und was zum Teufel ist das? Sieht fast aus wie ein legendäres Pokémon. Also, was so da steht. Da sitzt, wie auch immer. Aber ich würde sagen, das und noch so viel mehr könnte ich machen, wenn ich Zuschauer bei Spielestander wäre. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Freut mich wie immer über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, rein. Ciao, ciao.